Präsenz zeigen, beobachten, melden. Das ist der Freiwillige Polizeidienst. Seit 20 Jahren engagieren sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich für die Sicherheit ihrer Heimat. Was im Jahr 2000 als Pilotprojekt startete, entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte. Das freut ganz besonders Polizeipräsident Günther Voss. Der Freiwillige Polizeidienst ist eine weitere Einrichtung in unserer Sicherheitsarchitektur. Das hört sich sehr spannend an, dieser Begriff Sicherheitsarchitektur. Es sind einfach Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, in Uniformstreife laufen, sehen, hören und melden. Sie sind sozusagen wandelnde Notrufsäulen. Und ich bin den Menschen, den Damen und Herren sehr, sehr dankbar, dass sie dies ehrenamtlich für das Land Hessen und insbesondere für unsere Region tun. Derzeit engagieren sich 28 Helferinnen und Helfer. Mit ihrem Einsatz greifen sie der Polizei unter die Arme, sind zusätzliche Augen und Ohren auf den osthessischen Straßen. Und es macht ja auch Sinn. Es macht Sinn, dass man die Polizei unterstützt, indem man zu Fuß sichtbar, präsent unterwegs ist, dass man Ansprechpartner für Eltern, für Kinder, für alle möglichen Situationen des Lebens ist. Weitere Uniformträger für mehr Sicherheit? Dafür hat sich vor 20 Jahren auch der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Fulda, Dr. Alois Riehl, eingesetzt. Es war schon immer die Aufgabe des Staates, aber auch der Kommunen, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Und in der damaligen Zeit, heute vielleicht noch mehr, war das Sicherheitsbedürfnis der Menschen groß. Objektive Sicherheit, aber auch subjektiv empfundene Sicherheit. Und dazu braucht es Menschen, die den anderen, den Bürgern begegnen. Und die staatliche Polizei kann nicht überall dort sein, wo man sie erwartet. Dafür ist ihre Kapazität zu klein. Und deswegen gab es das Modell, ein Modellprojekt, Freiwilliger Polizeidienst, den der damalige hessische Innenminister 1999 ausgelobt hat. Und ich habe mich für die Stadt Fulda beworben und wir haben den Zuschlag erhalten, um genau diesem Ziel zu dienen. Der Freiwillige Polizeidienst hat sich etabliert. Wenn 20 Jahre vergangen sind, dann kann man davon sprechen, dass es ein Erfolgsmodell war. Helfer der ersten Stunde sind Rosmarie Labig und Christoph Weber. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement tragen sie seither zum subjektiven Sicherheitsempfinden bei. Auf Streife befinden sie sich im regen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, sind präsent und jederzeit ansprechbar. Und natürlich gab es in 20 Jahren auch viele unvergessliche Momente. Aber wie kommt man zum Freiwilligen Polizeidienst? Ich habe mich vor 20 Jahren entschieden. Erstens war da eine Annonce in der Zeitung. Dann haben meine Kinder gesagt, Mutti, das wäre doch was für dich. Du bist immer unterwegs, du bist sehr sozial eingestellt. Und da habe ich mich, gedacht, dann bewerbe ich mich mal. Und so bin ich zum Freiwilligen Polizeidienst gekommen. Und das mittlerweile 20 Jahre. Auch Christoph Weber ist glücklich, sich vor 2 Jahrzehnten für die ehrenamtliche Tätigkeit entschieden zu haben. Ja, also für mich macht die Arbeit im Freiwilligen Polizeidienst Spaß. Vor allen Dingen den Kontakt zu meinen Mitmenschen und Bürgern und dass ich auch für mein Land was tun kann. Und dass ich auch für die öffentliche Sicherheit was dazu beitragen kann. Während ihrer Streife hören Rosmarie Labig und Christoph Weber ganz genau hin. Die Erkenntnisse aus den Gesprächen geben sie weiter und sorgen damit nicht nur für mehr Sicherheitsempfinden, sondern auch mehr Lebensqualität in Osthessen. Neben vielen tollen Begegnungen kam es natürlich auch beim Freiwilligen Polizeidienst hin und wieder zu brenzligen Situationen. Aber würden sich die zwei wieder für dieses Ehrenamt engagieren? Ich würde mich wieder dafür entscheiden, weil wir viel für die Bürger tun können. Sei es jetzt hier im Schlosspark, sei es, wenn Urlauber kommen, denen wir schon viel weitergeholfen haben. Und wir sind eigentlich sehr anerkannt. Fordernde Situationen gibt es immer mal wieder. Ein guter Austausch mit der hiesigen Polizei ist unabdingbar. Wenn jetzt hier auf dem Platz Randalierer wären oder Störenfriede wären, dann würden wir dann quasi die Einsatzleitung anrufen, dass dann die Vollzugsbeamten kämen und würden dann mit uns vorgehen. Die Beamtinnen und Beamten sind jedoch nicht immer vonnöten. Manchmal reicht ein einfacher Hinweis der Helferinnen und Helfer aus. Und wenn zum Beispiel jetzt hier im Schlossgarten eine Gruppe Jugendlicher die Flaschen hinwirft und wir kommen in Uniform,
dann räumen die die Flaschen weg. Komme ich normal mit meinem Fahrrad vorbei oder als Fußgänger, dann werde ich verbal angegriffen. Ne? Und so akzeptieren die das eigentlich. Zur Sicherheit und Ordnung in der Heimat beitragen. Dafür braucht es Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ebenso wie Rosmarie Labig und Christoph Weber. Also ich finde das gut, besonders auch für Jugendliche. Es gibt ja viele, die auch Schulsprecher oder sonst was machen. Die könnten das genauso beim Freiwilligen Polizeidienst machen, dass sie sich dann auch um Jugendliche kümmern. Und das wäre vielleicht ganz gut, wie zum Beispiel hier im Schlossgarten, wenn dann so, sagen wir mal, 25-, 30-Jährige sich auch mal dazu entschließen würden und nicht nur die älteren Generationen. Aber wer ist für den Freiwilligen Polizeidienst geeignet? Erstmal müssen es Menschen sein, die gern was mit anderen Menschen zu tun haben möchten und die auch hier in unserem Land was zur Sicherheit beitragen möchten. Polizeipräsident Günther Voss weiß, wie wichtig das Ehrenamt ist. Unsere Gesellschaft basiert auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Nehmen Sie mal bitte den gesamten Bereich des Sports. Eine der sinnvollsten Freizeitgestaltungen, die es überhaupt gibt. Oder die Freiwillige Feuerwehr. Das zeichnet eben das Ehrenamt aus, dass es viele Menschen gibt, die für nichts sich anderen zur Verfügung stellen. Und das ist in der Tat ehrenhaft. Sie haben Interesse am Freiwilligen Polizeidienst? Zugangsvoraussetzungen und weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de.